Hey, herzlich willkommen zu unserer Online-Experience. Genial, dass du eingeschaltet hast. Genial, dass wir heute von überall dort, wo du bist, zusammenkommen können. Und ich lade dich ein, lass uns unseren Blick auf Jesus richten. Er ist der, der Wunder tut. Er ist unsere Hoffnung. Und er ist der, der sein Versprechen hält. Lass uns unsere Herzen öffnen. Lass uns unsere Herzen weit machen. Und lass uns ready sein für das, was er heute tun möchte. Amen. Come on. Aus deinem Reich.
lass dich durchs Nichts erschüttern. Schaue auf und fürchte nicht das Böse. Halt an dieser Wahrheit fest, dass dich Gott so unendlich liebt. Sei mutig, sei stark, halt stark. Vergiss nicht, wer uns helfen kann.
durch die Jungfrau uns geboren wurde, die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Lass uns gemeinsam beten. Gott, wir danken dir so sehr, dass du gut bist. Gott, wir danken dir so sehr für jeden Einzelnen, der uns zugeschaltet ist jetzt, wo auch immer sie gerade sind, bei sich zu Hause, on the road, irgendwo unterwegs. Danke Gott, dass auch wenn wir verstreut sind, an verschiedenen Orten sind, dass wir eine Kirche sind, eine Gemeinde sind, dass du ein Gott bist, der uns vereint. Gott, wir danken dir so sehr, dass du heute zu uns sprechen wirst. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst, einen Plan hast für jeden Einzelnen, wo auch immer wir gerade sind, was auch immer wir gerade tun. Dein Name ist groß, dein Name ist gut. Du bist für uns und nicht gegen uns. Und in Zeiten wie diesen beten
wir, dass deine Herrlichkeit noch viel mehr Menschen erkennen werden, dass deine Güte noch viel mehr Menschen erkennen werden, dass du ein guter Gott bist, dass du ein starker Gott bist, dass du ein kraftvoller Gott bist. Und so legen wir diese Online-Experience von Anfang an in deine Hand und jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, der zuschaut, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen, Amen. Hey, herzlich willkommen zu unserer Online-Experience. Genial, dass du am Start bist, wo auch immer du gerade bist. Und wie genial, dass wir als Church diese Gelegenheit haben, uns zu treffen, online. Auch wenn wir uns irgendwie körperlich, physisch nicht treffen können, hält uns das als Kirche aber nicht auf, uns trotzdem zu vereinen, unsere Herzen zu vereinen, unseren Glauben zu vereinen, uns zu versammeln und zu diesem einen Gott zu beten, der so gut ist und der so für uns ist. Von daher herzlich willkommen und wir lieben es, gemeinsam zu beten in unseren Gottesdiensten und das wollen wir auch jetzt tun. Bevor wir das aber tun, würde ich gerne einfach ein paar Praise Reports vorlesen. Dinge, wo Leute uns geschrieben haben, die Gott in ihrem Leben getan hat, und ich liebe es, wenn wir teilen die guten Dinge, die Gott tut, weil es baut Glauben in den Leben von anderen. Von daher, wenn Gott etwas Gutes in deinem Leben getan hat, dann bitte schreib uns und lass es uns wissen, weil wir lieben es einfach zu teilen. Und jemand schreibt hier, er dankt Gott für neue Lebensfreude nach langer Trauer. Jemand sagt, danke für eine Church-Familie, die betet. Jemand dankt Gott und sagt, hey, wir haben an Weihnachten für Rettung gebetet für jemanden, haben jemanden eingeladen und die Person hat sich diese Woche für Jesus entschieden, was richtig, richtig gut ist. Come on. Jemand anders schreibt, er hat eine Person von der Arbeit eingeladen. Mehrere sind gekommen und jetzt starten sie eine neue Kleingruppe für all die Leute, die gekommen sind, was der absolute Hammer ist. Von daher, Gott tut so viel Gutes. Aber jetzt lass uns gemeinsam beten, okay? Und wir können uns vereinen im Gebet. Und das ist die Kraft von uns als Church in Zeiten wie diesen. Ich glaube, wenn es eine Zeit gibt für uns als Kirche, dass wir uns erheben müssen und gemeinsam beten müssen, dann eine Zeit wie diese. Eine Zeit, in der viele Angst haben, eine Zeit, in der eine große Unsicherheit herrscht, haben wir einen Gott, der uns Sicherheit gibt, der uns Hoffnung gibt, der uns Stärke gibt. Deswegen wollen wir gemeinsam beten für unsere Länder, für unsere Familien, für unsere Regierung und für all diese Anliegen, die hier sind. Lass mich ein paar vorlesen. Jemand betet für Heilung von Rückenschmerzen, Heilung von Depressionen, Heilung von Kopfschmerzen. Jemand sagt, hey, hier ist eine junge Familie, die ihr Kind verloren haben. In unserer Church und wir beten einfach für Trost für diese Familie. Jemand betet für eine neue Wohnung, Klarheit für die nächsten Schritte. Jemand betet gegen Angst vor der Zukunft, gegen Ungewissheit bezüglich Schule, Kindern und wie es zu Hause weitergehen soll die nächsten Wochen. Und jemand betet einfach gegen die Angst um sein Business. Von jemand Selbstständigen, der einfach jetzt ins Trudeln gerät wegen der ganzen Situation. Und ich glaube, wie gut ist es, dass wir gemeinsam beten können. Wo auch immer du gerade bist, come on. Warum erhebst du nicht deine Hände? Da, wo du gerade stehst, da, wo du gerade sitzt. Lass uns vereinen im Gebet, jetzt, wo wir gerade stehen. Gott, wir danken dir so sehr, dass du gut bist. Danke, dass du für uns bist. Und wir kommen zusammen zu dir. Und wir glauben, dass du eingreifen kannst. Wir glauben, dass du handeln kannst. Gott, wir beten für Heilung, für diejenigen, die Heilung brauchen. Für Trost, für diejenigen, die Trost brauchen. Gott, wir danken dir, dass du Hoffnung gibst, denen, die keine Hoffnung haben. Stärke gibst, die kraftlos geworden sind. Gott, wir beten, dass du versorgst, dass du heilst. Und wir beten, dass dein Name groß wird. Dein Name größer gemacht wird als jeder andere Name. Und so kommen wir heute Morgen zusammen an all unseren verschiedenen Locations und wir richten uns aus auf dich und auf deinen Namen, der über allen anderen Namen steht. Im Namen von Jesus. Come on, Church. Lass uns gemeinsam singen, wo immer du bist. Come on, come on.
genial. Hey, an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen an alle, die uns zugeschaltet sind bei unserer Online-Experience und alle, die hier in Konstanz sind. Ich habe Leute hier, die mir helfen, damit ich nicht ganz so alleine bin. Aber wie genial, hey, wir haben so viele Leute uns zugeschaltet von all unseren Locations. Wir haben Leute in München, in den Wohnzimmern, die uns zuschauen, in Zürich, in Köln, in Konstanz, in Düsseldorf und in Wien sogar. Hey, hey, in drei Ländern, wie cool ist das, oder? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so pumped einfach, dass wir die Möglichkeit haben, das zu tun. Ich glaube, wenn wir vor ein paar Jahren uns jemand gesagt hätte, dass wir vielleicht ein paar Wochen lang keine Sonntagsgottesdienste feiern können, ich glaube, wir hätten uns echt am Kopf gekratzt und wir hätten nicht gewusst, was tun. Aber wie genial, dass wir eine Church haben, voller Gaben, voller Talente, mit so vielen genialen Leuten, die es möglich machen, dass wir jetzt eine Online-Experience haben und zu euch nach Hause kommen können. Und ich würde sagen, in jedem Wohnzimmer, in jeder Straßenbahn, wo auch immer du gerade guckst, lass uns einen riesen Applaus haben. Steh einfach auf und applaudier dem genialen Team. Wie cool! Und hey, hey, vielleicht bist du ja noch gar nicht in unserer Church, aber du schaust es dir an und du hast es gefunden. Ein Freund hat dir den Link geschickt und du schaust ihn dir an. Einfach ganz ehrlich, wir würden es lieben, dich kennenzulernen. Wir haben Leute, wir haben Kirchen, wirklich physische, körperliche Kirchen. Wir sind nicht nur online, wir sind in München, wir sind in Konstanz, wir sind in Düsseldorf, wir sind in Zürich, wir sind in München, wir sind in Köln. Wir würden es lieben, dich willkommen zu heißen, wenn wir uns wieder treffen, worauf wir kaum warten können, dass wir uns wieder treffen können. Und bis dahin treffen wir uns online und wir sind richtig, richtig pumped. Aber ich würde sagen, warum starten wir nicht und gehen ins Wort Gottes? Ist hier irgendjemand hungrig nach dem Wort Gottes, ja? Alright, dann würde ich sagen, 1. Samuel, Kapitel 17. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ich lese es vor. Es ist ein bisschen eine längere Bibelstelle, aber ich werde sie einfach vorlesen und danach beten wir und dann springen wir direkt in sein Wort und glauben, dass Gott zu uns spricht in Jesu Namen. Amen. Alright, eine bekanntere Bibelstelle, wahrscheinlich eine Geschichte, die ihr schon mal gehört habt, aber nichtsdestotrotz lese ich sie vor. Das ist die neue Luther-Übersetzung. Wenn es ein bisschen holpert, dann liegt es nicht an der Übersetzung, sondern an mir, okay? Aber ich tue mein Bestes. Überschrift ist David und Goliath. Jetzt habe ich schon verraten, was kommt. Die Überschrift ist David und Goliath. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf, kamen bei Socho in Juda zusammen und lagerten sich zwischen Socho und Azeka bei Ephasdam-Mim. Wow, erster Vers. Okay. Sie kamen bei Socho in Juda zusammen und lagerten sich zwischen Socho und Azeka bei Ephasdam-Mim. Saul und die Männer Israels kamen zusammen, lagerten sich im Eichengrund, so einfacher zu sagen, und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, sodass ein Tal zwischen ihnen lag. Da trat aus den Lagern der Philister ein Vorkämpfer mit dem Namen Goliath aus Gath hervor. 6 Ellen und eine Spanne groß. Weiß nicht genau, wie groß das ist, aber ziemlich groß. Der hatte einen bronzenen Helm auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz. Und er hatte bronzene Schienen an den Beinen und einen bronzenen Wurfspieß auf den Schultern. Der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, was auch immer das ist, und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und sein Schildringer ging vor ihm her. Ich meine, ist auch witzig, gell? Also ich meine, so eine lange Beschreibung von Goliath und sein Schildringer ging vorne weg. Also, oh, okay, danke, ich wurde auch erwähnt. Aber gut, er stellte sich hin und er rief dem Herrn Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich, wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Vers 10. Und der Philister sagte: Ich habe am heutigen Tag das Heer Israels verhöhnt. Wie krass. Damit beendet er sein Statement. Einfach nur, falls ihr es nicht mitbekommen habt, was ich gerade gemacht habe: Ich habe gerade euren Gott und ich habe gerade das Heer, das ihr seid, öffentlich vor allen verhöhnt. Nur falls du es nicht mitbekommen hast. Gott, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für diese Zeit, in der wir gerade sind. Danke, dass du immer noch Gott bist, dass du immer noch gut bist. Und danke, dass du die nächsten paar Minuten nutzen wirst, um zu uns zu sprechen. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam:
Amen. Es ist eine bekannte Geschichte und es geht um David und Goliath und es geht um Riesen und es geht darum, Riesen zu bekämpfen. Und wir kennen vermutlich den Ausgang der Geschichte schon und ich werde nachher darauf zu sprechen kommen. Aber es ist so krass, diese Symbolik, die herrscht in dieser Predigt, es geht um Riesen. Riesen stehen symbolisch für Herausforderungen in unserem Leben, für Probleme in unserem Leben. Wenn die Bibel von Riesen spricht, sei es hier in dieser Geschichte, schon vorher, als sie ins verheißene Land gehen wollten, als Israel ins verheißene Land ziehen wollte, da haben sie Spione vorgeschickt und auch dort, hey, da sind Riesen und diese Riesen wollen uns abhalten, in das Land zu gehen. Riesen stehen für Sorgen, Riesen stehen für Probleme, Riesen stehen für Ängste, für Dinge, für Herausforderungen in unserem Leben. Und die Tatsache ist, egal wie alt, egal wie jung, egal wie gut, egal wie schlecht du zu glauben seinst, wir alle haben Riesen in unserem Leben. Wir alle haben Riesen in unserem Leben, die es gilt zu bekämpfen. Wir alle haben Kämpfe zu kämpfen. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal sieht es so aus, wie als wenn ich der Einzige bin, der einen Kampf zu kämpfen hat. Ich schaue mir das Leben von anderen an und ich schaue mir, wie sie ihren Traum leben und ich schaue, wie sie nach vorne gehen und ich denke mir, ja toll, bei denen läuft alles gut und ich bin der Einzige, bei dem es nicht, irgendjemand, ja, ist ja echt so. Aber die Tatsache, weißt du, was ich festgestellt habe? Wenn du Leute besser kennenlernst, die Tatsache ist, jeder hat seinen Kampf zu kämpfen. Manchmal siehst du es nicht, den Kampf, den jemand anders zu kämpfen hat, aber meine Erfahrung von den letzten Jahren hat mir gezeigt, jeder hat seinen eigenen Kampf zu kämpfen. Jeder Kampf sieht anders aus. Jeder Riese sieht anders aus, hat ein anderes Gesicht, hat einen anderen Namen und begegnet uns vielleicht in verschiedenen Lebensumständen, aber hier sind drei Dinge, die alle Riesen gemeinsam haben, okay? Drei Dinge, die alle Riesen gemeinsam haben, egal wie du heißt, egal wie dein Riese heißt, egal wo er dir begegnet. Hier sind die drei Sachen. Erstens, Riesen stehen immer zwischen wo du gerade bist und wo Gott dich eigentlich haben möchte. Ein Riese steht immer zwischen da, wo ich gerade stehe und dem Land, das Gott mir versprochen hat. Genauso in diesem Moment. Die Philister haben sich öfters mal angelegt mit dem Volk Israel. Und wenn du das Alte Testament liest, hast du das Gefühl, die hatten eine Dauerfehde. Die Philister waren überall und überall war ein Kampf. Es gab eigentlich 7 große Kämpfe, also eigentlich gar nicht so viel. Aber irgendwie kommen die Philister immer drin vor. Und das Problem war, die haben um ein Stück Land gekämpft, was sie beide haben wollten. Israel wollte die paar Länder haben und die Philister wollten die paar Länder haben. Und dieser Riese stand im Weg von dem Ort, an dem Gott das Volk Israel eigentlich haben wollte. Die Riesen, die du hast in deinem Leben, die stehen genau im Weg zwischen dir, wo du jetzt gerade bist, und dem Ort, wo Gott dich wirklich haben möchte. Das Zweite, was alle Riesen gemeinsam haben, erstens, sie stehen zwischen da, wo du gerade bist und wo Gott dich haben möchte. Zweitens, sie stehen zwischen dem, der du gerade bist und der du sein sollst. Riesen stehen zwischen dem, der ich gerade bin und die Person, zu der Gott mich eigentlich geschaffen hat. Und wir können es sehen an David. David kam als Hirtenjunge, traf diesen Riesen und nachdem er den Riesen besiegt hatte, wurde er zum Helden. Er kam als ein Hirtenjunge und er ging als Held. Deine Riesen, die du in deinem Leben hast, die machen dich zu dem, der du eigentlich bist. Und manchmal wollen wir die Riesen nicht haben. Und wir wollen die Herausforderungen nicht haben. Und wir wollen die Probleme nicht haben. Aber wir müssen verstehen, ja, dieses Problem, diese Herausforderung, diese Sorge steht zwischen der ich jetzt bin, aber dieser Riese wird mir helfen, zu dem zu werden, zu dem Gott mich berufen hat. Dieser Riese, dieses Problem, diese Herausforderung, die du gerade hast in deinem Leben, wird dir helfen, zu all dem zu werden, zu dem Gott dich berufen hat. Das Dritte, was alle Riesen gemeinsam haben, ist, Riesen fordern uns zum Kampf auf. Sie stehen zwischen dem Ort, wo du bist und wo du sein sollst. Sie stehen zwischen der Person, die du jetzt gerade bist und die Gott, was Gott in dir tun möchte, zu der Person, zu der Gott dich geschaffen hat. Und drittens, alle Riesen fordern dich zum Kampf heraus. Die Frage ist, ob wir diesen Kampf annehmen. Einer der größten Riesen, glaube ich, den wir in unserem Leben begegnen können und einer der größten Riesen, denen unsere Gesellschaft begegnen kann, ist ein Riese namens Angst. Und wir werden uns in den nächsten Wochen ein bisschen beschäftigen mit den verschiedenen Riesen und mit den verschiedenen Kämpfen, die wir zu kämpfen haben. Aber ich wollte direkt bei dem ersten Riesen anfangen, weil dieser Riese namens Angst ist so eine Realität, gerade jetzt, momentan, in der Welt, in der wir leben, in der Gesellschaft, mit dem, was passiert, mit dem Coronavirus, mit all den Dingen, die gerade vor sich gehen. Leute haben Angst wie niemals zuvor. Und diese Angst steht im Raum, nicht nur in Deutschland, nicht nur in China, sondern weltweit mittlerweile haben Menschen Angst vor ihrer Zukunft.
Zukunft, Angst vor dem, was passiert, sind unsicher. Und dieses Ding, was keiner wirklich genau definieren kann, was es ist, ist ein Riese, der uns begegnet. Weißt du, Angst ist eine Waffe des Feindes, um gegen uns anzukämpfen. Angst kommt nicht von Gott. Angst kommt direkt vom Feind. Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Gott möchte nicht, dass wir zurückweichen wegen unserer Angst. Gott ist ein Gott, der Zuversicht und Hoffnung für uns hat, aber der Feind möchte die Angst benutzen gegen dich. Hier sind drei Dinge, die Angst auslöst oder die Angst erreichen möchte in unserem Leben. Das erste, was Angst tun möchte, Angst möchte uns gefangen nehmen. Angst möchte uns komplett vereinnahmen. Sie möchte an den Ort kommen, wo sie das Einzige ist, an was wir denken. Wenn du jetzt gerade schaust, du machst die Medien an, was hörst du? Coronavirus. Du redest mit deinen Arbeitskollegen, über was redet ihr? Coronavirus. Du machst deine Social Media an, über was redest du? Genau. Über Angst hat eigentlich das Ziel, dich komplett zu vereinnahmen. Jeden Gedanken, jeden Moment deines Lebens. Und ich kann mir vorstellen, wie die Philister dort standen und wie das Volk Israel dort stand. Und als du gekommen bist und den Gesprächen zugehört hast unter dem Heer von Israel, hey, hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du gesehen, wie groß er ist? Hast du gesehen, was, keine Ahnung, wie es weitergeht? Da war... Sie waren komplett eingenommen von dieser Angst. Angst möchte dich komplett einnehmen, komplett vereinnahmen, deine Gedanken. 1. Samuel 17, Vers 16, hier steht, passt auf. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. Der Philister trat morgens und abends. Weißt du was? Der erste Moment, wenn du aufwachst, das erste, was du denkst, morgens, Angst will in dein Leben kommen, will deine Gedanken kommen. Und das letzte, am Abend, wenn du einschläfst, sie will dich gefangen nehmen, sie will dich einnehmen. Dass du morgens und abends ganzen Zeit eingenommen bist von der Angst, eingenommen bist von der Sorge. Angst möchte dich komplett vereinnahmen. Das zweite, was Angst tun möchte, ist, Angst versucht, dich zu leben, versucht uns zu leben, versucht uns in die Flucht zu schlagen. 1. Samuel 17, Vers 60, ich habe es gerade eben vorgelesen. Der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, passt auf, 40 Tage lang. 40 Tage lang. Angst versucht dich zu lähmen. Was ist da passiert? 40 Tage lang war da Stillstand. Da ging gar nichts. 40 Tage lang, jeden Morgen, jeden Abend sind sie aufgestanden, haben sich hingestellt, haben sich die Armeen gegenübergestanden und nichts ist passiert. Keiner hat einen Schritt nach vorne gemacht, keiner ist nach vorne gegangen in den Weg, den Gott für sie hatte. Und genau das will Angst mit dir machen. Angst will dein Leben zum Stillstand bringen. Will vielleicht noch, dass du aufstehst, aber dass du dann stehen bleibst und dir das Problem anschaust, die Sorge anschaust und zuhörst, was deine Sorge sagen möchte, was dein Problem dir sagen möchte. Und es lähmt dich komplett. Und wenn es dich nicht lähmt, dann versucht es dich zurückzuschlagen, in die Flucht zu schlagen. 1. Samuel 17, Vers 24, als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Angst möchte, dass du gelähmt bist und Angst möchte dich zurückschlagen, möchte dich an den Punkt bringen, wo du nicht mehr stehst, sondern wo du einfach sagst, okay, genug ist genug, das war's, ich gebe auf. Ich weiß nicht, man, ob du gerade dabei bist, aufzugeben. Ich weiß nicht, ob du gerade davor bist, aufzugeben. Aber ich will dir Mut machen. Gott hat nicht den Plan, für dich aufzugeben. Sondern Gott hat den Plan, dir die Kraft zu geben, weiterzumachen. Egal, wie es in deinem Business gerade aussieht. Egal, wie angsteinflößend die Situation auch sein mag. Gib einfach nicht auf, weil Gott hat nicht aufgegeben. Und Gott wird niemals aufgeben. Die Angst möchte dich zurückschlagen. Aber Gott möchte dir helfen, zu stehen. Das Dritte, was die Angst versucht uns zu manipulieren. Und Angst bringt das Schlechteste in uns zum Vorschein. Das Schlechteste in uns zum Vorschein. 1. Samuel 17, Vers 28 bis 29 ist interessant. David kam in dem Auftrag, Käse zu bringen. Käse und Verpflegung zu bringen. Hallo meine Schweizer Freunde, ihr seid schon in der Bibel. Okay, also original Schweizer Käse, das war die Aufgabe. Importiert aus der Schweiz direkt nach Israel. Und es war die Aufgabe von David, diesen Käse zu seinen Brüdern zu bringen und sich zu erkundigen, wie es seinen Brüdern geht. Okay, eigentlich, das war eine gute Aufgabe. David hatte nichts Böses im Sinne. Er wollte einfach nur kommen und den Käse bringen und schauen, wie es seinen Brüdern geht. Und hier Vers 28, und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du eigentlich her? Okay? Und wem hast du denn die Schafe gegeben in der Wüste? Ich weiß genau, was du machst. Ich erkenne deine Vermessenheit. Und ich erkenne die Bosheit deines Herzens. Denn der einzige Grund, warum du hergekommen bist, ist, um dir den Kampf anzuschauen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ich kann mir das so gut vorstellen. Weißt du, der Kleine kommt mit dem Käse. Ich so, ich wollte fragen, wie es euch geht. Ich wollte euch den Käse geben. Und der Bruder, ich weiß genau, warum du da bist. Alles, was du wolltest, du hast ein böses Herz. Das Krasse ist, wenn du Angst hast,
das löst was in dir aus. Du hinterfragst Menschen, du hinterfragst Motive von anderen. Das bringt Geiz in dir hervor, Egoismus in dir hervor, Feindseligkeit in dir hervor. Wir fangen an, andere Leute auszugrenzen und genau das können wir jetzt beobachten. Wir haben diese Angstzustände von Leuten und auf einmal fangen wir an, oh, komm mir nicht zu nahe. Und es gibt ein Komm mir nicht zu nahe in Weisheit und es gibt ein Komm mir nicht zu nahe, wo wir anfangen, andere auszugrenzen. Andere Völkergruppen auszugrenzen. Wie oft sehen wir, Rassismus ist eigentlich ein direktes Ergebnis von einer Angst, die wir haben gegenüber einer Völkergruppe, gegenüber andersdenkenden Menschen. Hey, wir haben die Liebe von Jesus Christus bekommen und wir können andersdenkenden Menschen gegenüber in Liebe gegenübertreten. Wir müssen keine Angst haben vor niemandem. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns ist. Wir haben die Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Sanftmut, Treue, Güte. Das sollte unser Leben definieren. Angst will, dass wir feindselig werden, dass wir egoistisch sind, dass wir geizig sind, nur auf uns schauen. Ich will der sein, der das letzte Toilettenpapier bekommt, okay? Mir doch egal, was ihr macht, das bin ich. Es löst Aggressionen aus. Wir kennen's. An Weihnachten kannst du das immer wieder wunderbar erkennen, wenn du in einen Einkaufsladen gehst und du willst der Letzte sein, der noch die Spekulatien kriegt oder den Glühwein kriegt oder was auch immer. Und dann ist, was da entbrennt für einen Kampf manchmal unter Leuten. Angst versucht, uns zu lähmen. Angst versucht, uns in die Flucht zu schlagen. Angst versucht, uns an einen Punkt zu bringen, wo wir feindselig anderen Leuten gegenüber sind, ausgrenzend sind. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, okay, jetzt wissen wir, was Angst macht mit uns, aber wie gehen wir denn mit dieser Angst um? Was können wir tun, um dieser Angst entgegenzutreten? Und ich glaube, das ist eine Message für uns und unsere Gesellschaft jetzt in diesem Moment, die so wichtig ist für dich persönlich in deinem Leben und für uns als Gesellschaft. Was können wir denn tun, um dieser Angst entgegenzutreten? Hier ist das Erste, was ich glaube, so wichtig ist, okay? Das Erste, wenn du Angst hast, hier ist mein Tipp, atme. Atme einfach mal. So viele von uns reagieren sofort und wir reagieren aus dem Affekt und wir bam, bam, bam. Und ich glaube, als Erstes, wenn du Angst hast, atme. Ich finde es so interessant, David kam, ihr könnt es nachlesen, 1. Samuel 17, Vers 20, ich lese nicht vor, ihr könnt es nachlesen, aber er kam und er hörte das Kriegsgeschrei. Und als er das Kriegsgeschrei hörte, ließ er sein Zeug liegen und ging an die Front. Er hörte das Kriegsgeschrei und hier steht, dass das Volk Israels jeden Morgen aufgestanden ist und jeden Morgen an diese Linie, an die Front gegangen ist. Und das war's. Wirklich getraut, was zu machen, hat sich keiner. Sie sind einfach nur aufgestanden und haben geschrien. In Panik. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir machen ja das Gleiche. Wir haben Angst, wir haben Sorge, wir haben Probleme und wir fangen einfach an zu schreien. Wir fangen einfach an, nervös zu werden. Wir fangen einfach an, hyperaktiv irgendwas zu tun. Ich kann mich erinnern, an einer Nacht lag ich bei mir zu Hause im Bett, habe geschlafen und habe mir nichts Schlimmes gedacht. Es war stockduster bei uns im Bett und ich lag da und auf einmal höre ich einen riesen Quietschen. Ein riesen Quietschen. Das war nicht nur ein Quietschen, das war so ein, ich habe keine Ahnung, es hat sich angehört wie irgendwie so ein Dämon, der rauskam oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe das noch nicht gehört, keine Ahnung, wie das aussieht. Aber es war so, und dann eine Sekunde später höre ich meine Tochter schreien, meine jüngste Tochter schreien, okay? Also ich höre zuerst dieses komische Geräusch, dann höre ich meine Tochter schreien, dann fliegt irgendwas um, es macht einen Riesenknall. Und ich war gerade im Tiefschlaf, bin aufgewacht, wusste nicht, was geht, hatte tierisch Angst. Was war meine Reaktion? Ich bin aufgesprungen aus dem Bett, hab mir die Decke geschnappt, hab an der Decke gezogen. Meine Frau ist aus dem Bett gefallen, weil ich zu stark an der Decke gezogen habe. Und ich bin aufgesprungen, hab einfach nur geschrien in die Dunkelheit, weil wir hatten alle keine Ahnung, was geht. Wir wussten, ich weiß, es war dunkel, was war das für Geräusch? Dann haben wir rausgefunden, meine jüngste Tochter wollte zu uns ins Bett, ist der Katze auf den Schwanz gestanden. Die Katze hat geschrien, meine Tochter hat geschrien, das Bild ist umgefallen, ich bin aufgestanden. Crazy, aber oftmals ist genau das, wir wissen gar nicht, wen wir gerade anschreien. Manchmal, wenn du sauer bist und wenn du Angst hast, du weißt gar nicht, wen du anschreist, du schreist einfach nur. Ich habe manchmal müssen wir einfach mal atmen, okay? Gar nicht so viel machen, einfach nur atmen. Einfach nur atmen. Das Zweite, glaube ich, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Wenn wir Angst haben, wir müssen daran denken, wer wir eigentlich sind. Und David hat so das vereinnahmt. Er sagt, hey, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wer mein Gott ist. Und dann geht er zu Saul und er sagt zu Saul, hey, hab keine Angst, ich mach das schon, okay? Das wird gut werden. Und Saul sagt, okay, wenn du gehst, hier ist meine Rüstung. Und er zieht seine Rüstung an, er zieht das Schwert an und er versucht drin zu laufen. Und er realisiert, nee, das bin ich. Das funktioniert nicht, ich kann das nicht. Das geht so nicht. Und er nimmt seine Hirtentasche und er nimmt seine Schleuder und er nimmt seinen Hirtenstab. Und er wusste, das ist, wer ich bin. Manchmal, wenn wir in so Angstzuständen sind, versuchen wir, zu jemandem heranzuwachsen, der wir nicht sind. Versuchen uns irgendwie in Techniken zu
verstecken, die wir eigentlich gar nicht sind. Hey, ich will dich daran erinnern, Gott hat dir alles gegeben in der Zeit, in der du dich gerade befindest, um diesen Riesen zu bekämpfen, um in die Schlacht zu ziehen. Du musst nicht zu jemand anderen werden, du musst nicht versuchen, jemand anders zu sein. Du hast alles. Hey, David hat gesagt, ich weiß, wie es ist. Der Herr hat mich befreit von dem Löwen. Der Herr hat mich befreit von dem Bären. Hey, ich habe sie in die Flucht geschlagen und auch diesmal wird mir mein Gott helfen. Ich weiß, wer ich bin. Es ist gut, uns daran zu erinnern, die Perspektive zu bekommen. So schnell die Angst einflößen zu lassen. Aber hey, ich bin immer noch ein Kind Gottes. Ich habe die Perspektive der Ewigkeit. Ich weiß, mein Leben endet nicht auf dieser Welt. Und auch wenn es hier enden sollte, weiß ich, das ist noch längst nicht mein Ende. Ich weiß, mein Gott hat den Sieg bereits für mich errungen und ich habe das ewige Leben. Das ist mein Sieg. Das ist meine Zukunft. Das ist meine Bestimmung. Und ich lasse mir nicht Angst einflößen von einem Virus, der heute da ist und morgen weg ist. Vor irgendwelchen Leuten, die hier sind und vielleicht meinen physischen Körper angreifen können. Aber meine Seele und meine Ewigkeit, die ist sicher in Gottes Händen. Im Namen von Jesus. Amen. Denke daran, wer du bist. Drittens, konfrontiere deine Angst mutig. 1. Samuel 17, Vers 32. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen, wegen dem Kerl da, seinen Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und dann sehen wir, wie er kämpft. 1. Samuel 17, Vers 40. Und er nahm seinen Stab in seine Hand. Und er wählte 5 glatte Steine aus dem Bach. Und er tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente. Und er nahm seine Schleuder in seine Hand und er ging dem Philister entgegen. Ich glaube, wir müssen der Angst in die Augen schauen und wir müssen der Angst entgegengehen. Uns nicht zurückschlagen lassen, uns nicht anstecken lassen. Nein, hier ist die Angst, alles klar, ich habe alles, was ich brauche und ich gehe auf dich zu. Und ich gehe in diesen Kampf voller Mut, voller Selbstbewusstsein. Und dann fing der Philister, der Riese an zu laufen. Erst fing David an zu laufen, dann bewegte sich der Philister. So oft fangen wir an, in Richtung der Angst zu laufen, dann fängt an, sich unser Problem zu bewegen. Und wenn was näher kommt, ist dir was aufgefallen? Wenn was näher kommt, wird was größer. Ich glaube, von Weitem sah dieser Riese echt schon nicht gut aus. Aber je näher dieser Riese auf einmal kam und sich in meine Richtung bewegt, desto mehr ist so, wow, größer, größer, größer. Was macht David? Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam. Da lief David eilends von der Schlachtreihe aus den Philistern entgegen. Ich liebe es. David fängt an zu laufen, der Gefahr entgegen, der Angst entgegen. Die Angst fängt an, sich zu bewegen, größer zu werden. Aber er dreht nicht um. Er läuft schneller, weil er weiß, Gott ist für sich. Und das Vierte, was wir lernen können, wie wir mit der Angst umgehen können, ist, wir müssen uns daran erinnern, in welchem Namen wir unterwegs sind. Wir kämpfen nicht in unserem eigenen Namen. Wir kämpfen nicht in unserer eigenen Stärke. Wir kämpfen nicht mit unserer eigenen Macht. Nein, nein, nein. Was sagt er hier? 1. Samuel 17, Vers 37. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen der Löwen, aus den Klauen des Bärens errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David, dann geh hin, der Herr ist mit dir. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, mit Lanze, mit Krummschwert. Ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht nur durch Schwert und Speer errettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch heute in unsere Hand geben. Wir müssen verstehen, in wessen Namen wir unterwegs sind. Und weißt du was, der Name von Jesus ist größer als der Name von jeder Krankheit, als der Name von jeder Angst, als der Name von jeder Herausforderung, jedem Problem, was auch immer dir entgegensteht. Der Name von Jesus Christus ist größer und ist stärker und wir müssen uns an Gott halten und wir dürfen wissen, was auch immer in deinem Leben gerade passiert, du gehst nicht allein durch dein Leben. Du musst nicht alleine kämpfen, du hast Gott an deiner Seite, der mit dir und der für dich kämpft. Das ist, was Gott sagt über Angst. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, nein, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Psalm 34, Vers 5. Hier ist David wieder. Und ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Und ich suchte den Herrn und ich fand ihn und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Ich will dir Mut machen, wo auch immer du gerade stehst in deinem Leben. Das Kraftvollste, was du tun kannst, in Situationen, wo Angst versucht, dich einzunehmen, wo Angst versucht, dich zu lähmen, wo Angst versucht, dich zu manipulieren, ist, den Herrn zu suchen. Denn er ist der,
der dich retten wird. Aus all deinen Ängsten. So wie David es erfahren hat, so kannst du es erfahren. Werde ich ihn finden, wenn ich ihn suche? Das hört sich so einfach an. Ja, such doch einfach Gott. Such ihn doch einfach. Vielleicht denkst du dir, Freimund, das ist toll, du stehst da in Konstanz und du redest da in dein Mikro rein, du hast keine Ahnung, wie es mir geht, du hast keine Ahnung, was in meinem Leben vor sich geht. Woher habe ich denn die Garantie, dass ich Gott finde, wenn ich ihn suche? Woher habe ich denn die Garantie, wenn ich ihn finde, dass er mir die Angst nimmt? Ich kann mich nur ans Wort Gottes halten, an das, was Gott versprochen hat. Und ich glaube, was Gott verspricht, das hält er. Jeremia 29, Vers 13 und 14. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott. Aber ich will deine Einladung aussprechen. Mitten im Angesicht der Angst, in der wir uns gerade befinden. Als Gesellschaft, du vielleicht in deinem eigenen Leben, der Riese, der dir entgegensteht, der zwischen dir steht und dort, wo Gott dich haben möchte, der zwischen der, wer du sein sollst, stehst und wo du gerade bist und der dich zum Kampf einlädt. Du kannst Frieden bekommen, Sicherheit bekommen. Im Johannesbrief steht, dass perfekte Liebe alle Angst vertreibt. Und wo finden wir diese Liebe? Wir finden diese Liebe in Jesus. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und das ewige Leben haben. Egal wie groß deine Sorge, egal wie groß deine Angst, du wirst Frieden und Zuflucht und Zuversicht und Mut finden in Jesus Christus selber. Und ich frage mich, ob es vielleicht dein Zeitpunkt ist, Jesus zu suchen. Jetzt in diesem Moment. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wo du gerade bist und es dir anschaust. Aber eins weiß ich, Gott liebt dich. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Gott streckt seine Hand aus und er sagt, hey, hier ist meine Einladung, komm zu mir. Ich will dir zeigen, wer ich bin. Ich will dir zeigen, wer du wirklich sein kannst in mir. Gott ist ein guter Gott. Kein Gott von du musst und du darfst nicht. Gott ist ein Gott von du darfst. Und jetzt gehen wir nach vorne gemeinsam. Gott ist an einer Partnerschaft mit dir interessiert. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frage mich, ob du jemals diesen Jesus eingeladen hast in dein Herz. Und was ich machen möchte zum Abschluss von dieser Message, ich möchte einfach kurz ein Gebet sprechen, ein simples Gebet. Und ich werde es vorbeten und du kannst einfach mitbeten, mit mir gemeinsam beten. Ein simples Gebet, wo du Jesus einladen kannst in dein Herz. Und egal, weißt du, vielleicht glaubst du, du bist nicht gut genug, zu Gott zu kommen. Oder vielleicht glaubst du, aber ich bin kein Kirchengänger und keine Ahnung. Du darfst so kommen, wie du bist. Gott stellt keine Anforderungen an dich. Gott lädt dich einfach ein, zu kommen, so wie du jetzt gerade bist. Und ich glaube, wenn du ihn suchst und wenn du dieses Gebet sprichst, dass dein Leben nie mehr dasselbe sein wird. Und wir alle hier gemeinsam beten es nach, gemeinsam nach mir. Und wir beten das Gebet mit dir mit. Und ich will dich wirklich einladen. Wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen in mein Herz, ich möchte diesen Gott kennenlernen zum allerersten Mal. Oder du sagst, ich will zurück zu Gott. Das ist dein Moment, wo auch immer du gerade bist. Bete mit, laut, bete mit in deinem Herzen, was auch immer du tun musst, aber schlag die Einladung nicht aus, die Gott für dich hat, ein Leben mit ihm zu führen. Ich würde sagen, wir beten alle gemeinsam. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute möchte ich dir folgen, den Rest meines Lebens, im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Ich würde sagen, come on, können wir all den Menschen, die sich jetzt gerade in diesem Moment entschieden haben, einen riesen Applaus geben. Come on, Church, wo immer ihr seid, wo immer du bist, lass uns den Menschen applaudieren. Amen. Hey, was für eine großartige Message war das. Ich glaube, da sind so viele Dinge drin, die wir in unseren Alltag mitnehmen können. Und darüber wollen wir gleich noch eine Konversation haben. Wie können wir diese Message in unserem Alltag umsetzen und leben? Aber davor, hey, wenn du gerade eben dieses Gebet bewusst gebetet hast und gesagt hast, hey, ich will mein Leben mit Jesus leben, entweder zum ersten Mal oder erneut, weil du schon lange weg warst von ihm, dann hey, lass uns das wissen. Schreib das rein in den Chat oder unten ist so ein Link in den Beschreibungen. Für
jemand, der sich entschieden hat, wirklich mit Jesus zu leben. Und du kannst dort einmal kurz deine Kontaktdaten ausfüllen, weil wir würden es lieben, dir eine Bibel nach Hause zu schicken. Wir glauben, das Beste, was wir dir jetzt geben können, ist Gottes Wort, das voll ist mit seinen Versprechen. Und wir wollen dir gerne helfen, eine lokale Kirche zu finden, da wo du wohnst. Wenn du in der Nähe bist von einer unserer Locations, dann helfen wir dir gerne herauszufinden, was in unserer Kirche passiert. Wir kontaktieren dich unter der Woche. Aber wenn du woanders herkommst, wir helfen dir gerne, eine lokale Kirche zu finden, da wo du wohnst. Von dem her, lass uns unbedingt kurz wissen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und eben unten ist so ein Link und du kannst einfach da draufklicken und dort wirst du sehen, wie es weitergeht für dich. Sehr cool. Hey, es war so eine gute Message und ich glaube, es lohnt sich, darüber zu reden. Hey, wie können wir das auspacken? Weil wir sagen immer, die Message, die wir hören am Sonntag, ist für unseren Montag. Und ich dachte, es wäre echt cool, wenn wir ein bisschen zusammen reden. Und wir haben Eli hier. Aus München. Eli ist ein großartiger Leiter in unserem Campus in München, arbeitet nicht für die Church, sondern hat ein eigenes Business, das er baut im Immobilienbereich und natürlich unseren Leadpastor hier, Freimut, der diese ganze Kirche leitet, Hillsong Germany, Deutschland eben, Österreich und Schweiz mit mittlerweile 6 Locations, was absolut genial ist. Und ich fand einfach dieses Bild so cool, dieses Bild von, hey, zwischen dem, wo wir heute sind, und dem, was Gott eigentlich noch tun kann, stehen oft Riesen und stehen oft Herausforderungen. Und ich glaube, wenn wir was Großes machen wollen, sei es ein großes Business bauen oder eine große Kirche bauen, mit unserem Leben was Großes tun wollen, da sind es immer wieder Herausforderungen, die uns entgegenstehen. Vielleicht, Eli, kannst du ein bisschen teilen, was du gelernt hast darüber, diesen Herausforderungen, die manchmal vielleicht so groß erscheinen, zu begegnen im Alltag. Ja, absolut. Ich glaube, wenn du etwas Signifikantes machst im Leben, dann wirst du immer wieder 1000 Gründe finden, warum das vielleicht nicht klappt und was da im Weg steht. Und ich glaube, der beste Weg, um zu scheitern, ist zu versuchen, all die Probleme auf einmal zu lösen. Und ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist zu versuchen, ein großes Problem, was unüberwindbar scheint, in kleinen, lösbaren Problemen aufzuteilen und Stück für Stück, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Ich habe neulich so ein Buch gelesen über anonyme Alkoholiker und was alkoholkranke Menschen oft machen in diesen Gruppen. Ihr Ziel ist nicht, für immer von der Alkoholsucht fernzukommen oder loszukommen, sondern ihr Ziel ist, heute nüchtern zu bleiben. Und am nächsten Tag sagen sie, hey, mein Ziel ist, heute nüchtern zu bleiben. Und viele blicken dann auf Jahre und Jahrzehnte, wo sie nüchtern waren und sie haben das geschafft, weil sie Schritt für Schritt gegangen sind. Und ich glaube, ganz oft im Leben musst du genauso deinen Riesen bekämpfen, indem du Schritt für Schritt nach vorne gehst. So gut. Vor allem für dich, diese Kirche zu bauen und einmal dein Leben groß zu leben. Was hast du gelernt darüber, deinen Herausforderungen zu begegnen? Also ich glaube einfach, was ich gelernt habe, ist, dass in jeder Herausforderung liegt einfach immer auch eine Chance. Ich glaube, Herausforderungen sind eigentlich nicht da, um uns aufzuhalten, sondern sind eine riesen Einladung für uns, nach vorne zu gehen. Und Pastor Brian hat mal so eine Predigt gehalten über die Spione, die in das verheißene Land gegangen sind und die Riesen, die dort waren. Und dann steht in der Bibel dort, dass sie zu unserem Frühstück werden. Das ist im Endeffekt, was er sagt, ist, unsere Herausforderung ist nachher genau das, was nachher unsere Versorgung wird. Und ich glaube, in jeder Herausforderung liegt eine Chance, in jeder Begrenzung liegt eine Möglichkeit, einen neuen Schritt zu gehen. Und ich glaube, wenn man sie umarmt, wenn man das so ansieht, dann fällt es einem leichter, auch kreativ zu denken, außerhalb der Box zu denken und sich darauf einzulassen. Ich fand es so cool, wie du in der Message darüber geredet hast, wirklich aktiv den Herausforderungen entgegenzugehen. Nicht zu warten, nicht zurückzuziehen, sondern wirklich aktiv darauf zuzugehen und dem entgegenzulaufen und zu wissen, hey, Gott ist auf unserer Seite, um das zu überwinden. Ja. Und dann eben, ich glaube, wenn es darum geht, so hey, wer sind wir? Und es war ja auch einer deiner Punkte, wer sind wir heute und wer können wir werden in Gott? Dann sind ja manchmal die Riesen nicht nur außerhalb und sind Umstände und Situationen, sondern manchmal ist in uns drin. Es sind manchmal irgendwelche Enttäuschungen, mit denen wir uns noch beschäftigen oder irgendwelches Vergleichen oder sei es auch immer Dinge, die wir nicht vergeben können gerade. Es sind manchmal Dinge, die uns zurückhalten, die Person zu sein, die wir sein könnten. Ja. Und das würde mich voll interessieren. Hey, okay, wie gehen wir mit äußeren Herausforderungen um, aber wie gehen wir mit Dingen um in uns, wo wir merken so, boah, ich muss da was tackeln in mir, um die Person zu werden, die ich sein kann. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drüber reden. Soll ich? Ja. Also ich glaube, was ich gelernt habe, wenn es um Herausforderungen geht in dir selber, also der Kampf, der Riese in dir, worüber übrigens eine von den Messages gehen wird in den nächsten Wochen, der Kampf mit dir selber, der Riese, der in dir ist,
Aber ich glaube, eine von den größten Sachen, die ich immer interessant finde, ist, wir versuchen es immer allein zu lösen. Also oftmals, wenn wir Kämpfe haben in uns selber, haben wir irgendwie die Erwartung an uns, dass wir das auch selber lösen müssen. Also was, ich bin Mann, ich kriege das hin, okay, ich brauche keinen, ich schaffe das schon, ich brauche keinen, weißt du, wir wollen uns ja nicht demütigen, wir wollen niemanden wissen lassen, dass wir Probleme haben. Man, was ich gemerkt habe, da liegt so viel Kraft drin, wenn du ein, zwei Leute in deinem Leben hast, mit denen du auch mal ehrlich sein kannst und wirklich teilen kannst und Leute einladen kannst, die mit dir gemeinsam die Probleme tackeln, die du hast, weil jeder hat ein Problem, okay? Sogar du. Und, absolut, Amen. Ja, aber weißt du, ich meine, oftmals, wir versuchen es immer allein zu machen und ich glaube, die Kraft liegt darin, Leute einzuleben in sein Leben, reinsprechen zu lassen in sein Leben und groß genug zu sein, um zuzugeben, dass wir nicht so groß sind, wie alle glauben, dass wir sind. Und dann, dann können wir diese Dinge in uns anfangen zu tackeln. Ich meine, absolut. Und ich glaube, oft suchen wir irgendwelche exotischen Antworten auf diese Fragen. Und oft sind es die simplen Sachen. Ja, sind voll. Menschen in unserem Leben, die uns ermutigen. Sind oft das Wort Gottes. Ja. Einfach Wahrheit suchen, Gott suchen. Und oft sind es so diese kleinen Dinge, wo wir vielleicht nicht erstmal beeindruckt sind, wenn uns jemand sagt, hey, das ist der Schlüssel. Aber ich glaube, das sind die kraftvollen Dinge, die uns helfen, da zu überwinden und zu allem zu werden, wo Gott uns berufen hat. Und ich glaube ja auch, dass meistens so kraftvoll wirklich in sich reinzuschauen. Ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl eben so, hey, alles ist von außen, aber wirklich manchmal sich die Zeit zu nehmen und zu reflektieren, so hey, vielleicht ist was in mir, vielleicht eine andere Perspektive, die ich einnehmen sollte, vielleicht wirklich was ich eben mit Leuten besprechen sollte und plötzlich wären äußere Umstände vielleicht ganz anders und ich tackle die mit einer anderen Zuversicht, mit einem anderen Selbstbewusstsein, weil es einfach in mir sich was gelöst hat und innerlich eine größere Person zu werden. Nice. Ich glaube, was wir bei David gesehen haben in dieser Story war, dieser Riese, den er bekämpft hat, war eigentlich ein Riesendurchbruch. Ich meine, wir alle kennen ihn von dieser Geschichte eigentlich und wir wissen, dass in seinem Leben noch so viel mehr passiert, aber es war einer der großen Durchbrüche. Das heißt, die Riesen, ja, die uns begegnen, sind manchmal echt auch Durchbrüche, die wir dann haben. Was glaubt ihr, was für ein Umfeld für uns wichtig ist, das uns hilft, so größere Sachen zu tackeln. Und wirklich, weil ich glaube auch in der Situation, es waren ja so viele Leute da, die letztendlich die Challenge aufnehmen hätten können. Ja. Aber David war letztendlich derjenige, der es gemacht hat. Wenn wir so mal über die Kraft von dem Umfeld sprechen, in dem wir uns befinden, oder wie versucht ihr euch zu positionieren, um nachher in der Lage zu sein, wirklich größeren Dingen zu begegnen? Ich glaube, man wächst in Herausforderungen. Und ich glaube, im Leben ist es selten so, dass du dir deine Riesen aussuchst. Sehr oft suchen dich deine Riesen aus. Aber ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn du Verantwortung übernimmst und wenn du sagst, hey, ich gehe jetzt einen Schritt nach vorne und ich übernehme Verantwortung, werden diese Herausforderungen kommen und die Möglichkeiten, um zu wachsen. Um vielleicht jetzt eine biblische Analogie zu verwenden hier. So Moses hat sich nicht unbedingt für die Wüste entschieden und durch das Meer zu gehen. Er wollte dieses verheißene Land. Und er hat die Verantwortung übernommen, das Volk dahin zu führen. Und damit sind all diese Herausforderungen gekommen, die aber auch wieder einen Raum geschaffen haben für Gott, um Wunder zu tun. Und ich glaube, für uns ist es ähnlich, einfach Verantwortung übernehmen. Und ja, und ich glaube einfach, Leute, ich rede wieder über Menschen, in die du in deinem Leben hast, aber wenn du ein Umfeld hast, wo Leute sind, die auch nach vorne gehen, wo Leute sind, die auch eine Vision haben, die eben von einem verheißenen Land träumen und du denkst dir, oh wow, okay, die wollen da hingehen, ich will da auch hingehen. Also okay, die haben das geschafft, da kann ich es auch schaffen. Und das ist halt auch das Geniale, finde ich, teilweise an unserer Church auch, ist so, wir sind alles nur supergewöhnliche Menschen. Wir sind keine Superstars, wir sind ganz normale Leute, aber wir haben einen übernatürlichen Gott. Und ich glaube, sich zu umgeben von Menschen, die ganz normal sind, gewöhnlich sind, aber einen übernatürlichen, einen außergewöhnlichen Gott dienen, inspirieren dazu, zu sagen, okay, das will ich auch. Ja, sehr gut. Ich glaube, in jedem Einzelnen von uns steckt diese Person, den Riesen bezwingen zu können. Ich glaube, egal eben auch, wo du gerade stehst, egal, was gerade in deinem Leben passiert, egal, ob du dich so siehst gerade oder nicht, aber durch Gott und durch den Plan, den er für uns hat, steckt in uns allen die Möglichkeit, diese Person zu sein. Ja. Mich würde mal ganz praktisch interessieren, so in eurem Alltag, was hilft euch, diese Person zu stärken in euch, diesen Riesenbezwinger, weil wir wissen ja alle, wir haben verschiedene Phasen, wir haben verschiedene Gefühle, durch die wir gehen, aber wirklich so, hey, was hilft euch ganz praktisch und was würdet ihr Leuten mitgeben für ihren Alltag, was hilft euch, um den Riesenbezwinger in euch zu stärken? Vielleicht, Freimund, wenn du ein bisschen teilst. Es gibt verschiedene Dinge. Ich glaube, man könnte jetzt so Sachen sagen, natürlich das Wort Gottes, anzufangen, im Wort Gottes zu lesen. Was ich interessant finde, und das ist eine Predigt in sich selber, die ich gar nicht gehalten habe, aber der David nimmt 5 Steine, aber er braucht nur einen. Und was ich so genial finde, ist manchmal, also der Riese war im Endeffekt gar nicht so groß,
wie er dachte, weil er hat nur einen Stein gebraucht. Er hat 5 geladen, aber er hat nur einen gebraucht. Und manchmal glaube ich einfach, wir glauben, wir brauchen 5 Steine, wir brauchen 10 Steine, wir brauchen eine Bazooka, wir brauchen was auch immer. Aber manchmal ist es gar nicht so viel. Wenn wir einfach vorbereitet sind, die Basic-Dinge in unserem Leben tun, dann glaube ich, fallen die Riesen schneller, als wir glauben, weil sie gar nicht so groß und so stark sind. Und sich einfach daran zu erinnern, hey, so ein Riese, der ist gar nicht so groß, wie er aussieht. Das Problem ist gar nicht so groß, wie es aussieht. Die Herausforderung ist gar nicht so schlimm, wie sie gerade aussieht. Und wenn wir unseren Blickwinkel verändern, oftmals im Nachhinein stellen wir fest, ich habe bloß einen Stein gebraucht. Ich hatte zwar 5, es ist gut, 5 ready zu haben. David hatte 5 ready, aber er hat nur einen gebraucht. So gut, mega. Ja, absolut. Und ich meine, du hast es so schön gesagt vorhin, ich glaube, es ist so wichtig, dann auch dich wieder so zu positionieren, dass du Leute in deinem Umfeld hast, die vielleicht eben die Stärke sehen in dir, die du vielleicht nicht siehst in dem Moment, oder all das Gold sehen in dir, das du nicht sehen kannst in dem Moment. Und ich glaube, deswegen ist Kirche so wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, dass man trotzdem Leute in seinem Leben hat, die alles sehen, was man selber vielleicht nicht immer sieht. Ja. Mega, das war für mich auch einer der Schlüssel, einfach so riesen Bezwinger um mich herum zu haben. Ja, absolut. Und wir kennen diese eine Geschichte mit dem Riesen von David und Goliath, aber wenn du weiterliest, dann gibt es noch mehrere Challenges und mehrere Riesen, aber die bezwingt nicht jeder, alle davon bezwingen nicht David oder bezwingt David nicht, sondern Leute um ihn herum fangen an, das Gleiche zu tun. Und ich glaube, das passiert, wenn du jemanden in deinem Leben hast, der wirklich seine Herausforderungen kämpft und du weißt so, hey, ich will lernen von dieser Person. Ja, und was praktisch, was mir gerade hilft, ist einfach irgendwie auch 1-2 Sachen, die Gott über mich sagt, wirklich mir immer wieder bewusst zu machen, die irgendwie manchmal wieder durchzulesen, was aufzuschreiben, was wirklich Gott sagt, weil eben es gibt so viele Stimmen im eigenen Kopf, es gibt so viele Stimmen von außen manchmal, aber wirklich sich immer wieder zu erinnern, okay, was sagt Gott eigentlich über mich? Und das ist eine riesen Ermutigung an jeden Einzelnen von euch, sich das bewusst zu machen. Cool, ich glaube, es ist so kraftvoll und wir können noch so viel drüber reden und eben macht euch ein bisschen Gedanken auch darüber weiter, so hey, wie sieht es aus für euren Alltag, wie könnt ihr das weiter ausleben? Hey, wir wollen jetzt, wir sind schon fast am Ende von unserem Online-Gottesdienst, wir wollen jetzt was ganz Kraftvolles machen zusammen. Wir wollen zusammen geben und ihr werdet jetzt so einen QR-Code sehen, eingeblendet und du kannst den gern mit deinem Handy benutzen oder auch später, wenn du nachher in Ruhe geben willst, wir werden unten auch da in der Beschreibung wird der Link sein und du kannst dort einfach draufklicken. Aber lass mich nochmal kurz dich ermutigen, warum das so kraftvoll ist. Ich war zum Beispiel vor einer Woche im Flugzeug und der Pilot hat angekündigt, dass es Turbulenzen geben wird. Und es kam wirklich Turbulenzen. Aber was macht jeder automatisch, wenn Dinge unsicher werden und sich Dinge ein bisschen durchrütteln? Jeder klammert sich fest und jeder ist irgendwie so, wow, okay, jetzt halte ich mich fest. Und so oft passiert es gleich in unserem Leben. Wenn Dinge unsicher sind, wenn Situationen anders sind, dann klammern wir oft an dem, was wir gerade haben. Ja. Und wir versuchen das zu beschützen, was wir haben, weil wir sind in diesem Überlebensmodus von, hey, jetzt geht es einfach nur um durchzuhalten. Aber ich glaube, dass wir Christen die unglaubliche Möglichkeit haben, in so einer Situation weiter großzügig zu sein und uns eben nicht definieren zu lassen von unseren Umständen, sondern sagen, nee, nee, ich lebe immer noch großzügig, ich lebe immer noch für andere. Wir haben einen Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt auch in dieser Situation und besonders heute zu sagen, hey, wir lassen uns nicht von unserem Umfeld definieren, sondern wir werden weiter großzügig sein. Und das Geniale ist, was dann passiert, und da spricht die Bibel darüber. Ich habe euch diesen Vers, den ich heute Morgen durchgelesen habe, er spricht davon eben, dass genau das passiert. Er sagt in Sprüche 11, Vers 24, es gibt Menschen, die großzügig geben und trotzdem dazu gewinnen. Also die geben, aber dadurch gewinnen sie was. Andere wiederum sind übermäßig sparsam und leiden trotzdem Mangel. Da spricht die Bibel darüber, dass wenn wir großzügig sind, dass es nicht unser Leben kleiner macht, sondern unser Leben groß hält. Und Jesus spricht darüber, dass manchmal Sorgen wie so Dornen unser Leben klein machen können. Aber jetzt, wenn wir geben, dann passiert was Kraftvolles. Dann entsteht eine neue Freiheit wieder. Dann entsteht wieder Raum für uns. Und ich glaube, gerade in dieser Situation, das ist so wichtig. Und wir können zum Segen werden wieder für andere. Wir leben nicht nur für uns selber, sondern wir leben, um ein Segen zu sein für andere. Von dem her, ich will euch riesen ermutigen, Teil davon zu sein und wirklich Teil von diesem Geben zu sein und wirklich ein Statement zu setzen. Hey, meine Sicherheit liegt in Gott allein. In dieser Zeit, meine Sicherheit ist in ihm und er ist in Kontrolle. Er ist mein Versorger und das wollen wir zusammen tun. Cool. Ich würde sagen, ich bete noch. Genau dafür und für die Woche.
Und dann haben wir die Möglichkeit, eben zusammen zu geben. Jesus, wir danken dir so sehr für die Möglichkeit, zum Segen zu werden für andere. Wir danken dir so sehr, Gott, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich heute in dein Reich zu investieren. Wir danken dir, dass du so viel Freiheit für uns hast. Gott, und wir beten, dass du diese Woche segnest, Gott. Wir beten, Gott, dass du uns Kraft gibst für diese Woche, dass du uns segnest, Gott, und dass wir zum Segen werden, Gott. Wir beten, dass du uns Leute zeigst diese Woche, die einen Anruf von uns brauchen, die eine Textmessage von uns brauchen. Gott, wir danken dir, dass du in dieser Zeit wirklich dein Licht hell leuchten lassen möchtest und dass du deine Liebe sichtbar machen möchtest. Gott, wir beten für Weisheit, Gott, wir beten für deinen Segen, für jede einzelne Person, die jetzt zuschaut. Und wir danken dir für das, was du tun wirst diese Woche. In deinem Namen. Amen. Gottes ist mir vergeben, Ritter.